Willkommen heute wieder zu einer Runde durch die Clicker Idle und Incremental Games. Heute ist es so, dass zwei der Spiele, die ich bisher in der Liste hatte, rausfliegen werden. Und dafür habe ich aber eine Auswahl von, ich glaube, es waren 9 Spiele, die ich das erste Mal anspielen werde. Mal sehen, wie viele davon dann tatsächlich in der Liste für längere Zeit landen. Und der Start ist natürlich erstmal wieder mit Clicker Heroes. Also wie ihr seht, ich bin gerade wieder in einem Durchlauf, eigentlich noch mittendrin, weil ich kratze jetzt langsam an der 300.000 wieder für den jetzigen Gesamtdurchlauf. Beim letzten Mal habe ich jetzt bei 291.000 resettet, aber es ist natürlich im Vergleich noch viel zu wenig. Das heißt, die nächste Überschreitung steht noch länger nicht an. Mal sehen, ob ich jetzt bereits auf die 311 dann komme und wie viel ich dann tatsächlich insgesamt gut machen kann. Ich bin momentan noch relativ niedrig, was die Aufstiege angeht, obwohl ich jetzt eben schon hier in dem Bereich bin. Das heißt, dass an manchen Stellen hat es auf jeden Fall ein bisschen besser geklappt momentan. Mal sehen, wie viele Aufstiege es dann insgesamt werden. Von den Zeiten her ja, liege ich schon etwa in der Größenordnung, die es auf jeden Fall dauern wird. So, hier ist jetzt leider kein weiterer gestorben, weil sonst hätte ich tatsächlich heute das Begräbnis abschließen können, weil hier fehlt mir tatsächlich nur noch ein einziger Söldner, um das abzuschließen. Hier fehlen mir natürlich noch eine ganze Menge, die ich da wieder beleben muss, aber mal sehen, wie lange das dann tatsächlich dauert. Ich glaube, ich war jetzt schon bei den letzten beiden Aufstiegen so weit, dass ich die beiden Grabwächter aktivieren konnte. Was es noch nicht geklappt hat, ist, den ersten Bonus für die Grabwächter zu aktivieren. Das zieht sich also noch. Und dann eben mal sehen, wie weit dieses Ping-Pong-Spiel im Wechsel funktioniert, weil sowohl Kadu als auch Zeus sind ja dann eben, was ich beim letzten Mal schon erwähnt hatte, für die gleichen Goldbeträge zu kaufen. Nur, dass ihre Boni sich dann hier abwechseln. Das heißt, Kadu gibt als erstes einen Bonus für Zeus und Zeus gibt dann als nächstes einen Bonus für Kadu, sodass an sich es sinnvoll ist, dann immer die Heldenseelen hin und her zu switchen, je nachdem zwischen, oder je nachdem für wen man da gerade den Bonus aktiv hat. Letztlich ist das, auch wenn das hier 80 Heldenseelen oder wo steht es hier irgendwo? Ich glaube, hier steht es mit drin. Genau, mit Umschalten, dass für 80 Heldenseelen eben die Seele wirklich auch bei ihm landet, weil sonst könnte ich sie ja einfach nur zufällig irgendwo anders hingeben, was dann ein bisschen weniger kostet. Aber das würde zu ewig dauern, hier 30.000 von diesen Vergoldungen, bis die da mal bei ihm passend landen. Und im Verhältnis 30.000 mal 80 sind bei 5, also bei 1 hoch 5.600 Heldenseelen vernachlässigbar wenig. Deswegen ist es dann alles unproblematisch und kann einfach hier aktiviert werden. Im Moment bin ich jetzt halt gerade erstmal wieder bei Zavira, weil das dauert noch eine Weile. Ich habe jetzt noch fast 80.000 Level Minimum vor mir, bis ich dann eben auch mit den beiden mich wieder beschäftigen muss. Ah, den habe ich heute Nacht schon gemacht. Okay, dann muss ich da heute nichts mehr machen. Aber ihr seht, es ist immer noch weit entfernt davon, wieder bei dem 10% Maximum anzukommen. Das dauert auf jeden Fall noch eine Weile. Ich denke aber, da sich ja die Seelenanzahl, die ich jetzt sammeln kann, nicht mehr sehr stark steigern wird. Allein aufgrund des Maximums mit der überweltlichen Macht, die höchstens noch auf 25% dann vielleicht steigt, wenn ich da beim nächsten Durchlauf noch ein paar schaffe. Und ihr seht hier, 6032 muss ich ja noch erreichen. Das heißt, das ist auch noch lang hin. Was ich euch noch mitgeben wollte, ich hatte ja beim letzten Mal irgendwie einen Berechnungsfehler, dass mir dann irgendwie, ich glaube, 20 von diesen Antiker-Seelen, also beziehungsweise von den Outsider, also von den Antiker-Seelen für die Outsider gefehlt hatten. Das lag letztlich daran, dass ich ja an einer Stelle keine Rundung vorgenommen habe, weil ich habe dann das Level, was hier ist, sozusagen, es waren dann 68 oder 67,5, jedenfalls ein halbes Level zu wenig, obwohl es natürlich gerundet schon korrekt aussah. Und deswegen habe ich dann einfach da noch eine Rundung angepasst, dass hier wirklich, bevor eben meine antiker Seelenanzahl berechnet wird, ich dann auch auf volle Level gehe, weil ich kann ja hier keine halben Levelsprünge machen. Und das waren dann die Seelen, die mir gezählt haben. Hier gibt es halt, wie gesagt, erstmal nichts weiter zu tun. Wahrscheinlich werde ich dann beim nächsten Mal tatsächlich wieder ein Überweltenreset mit euch machen können, weil ich habe jetzt eine ganze Weile wieder gewartet.
Und wenn ich jetzt mit den Aufstiegen ja jetzt schon wieder meine 1000 Stunden hier voll habe, dann sollte es eigentlich bis zum nächsten Mal bei 24, 240 Stunden sind 10 Tage. Also mal sehen, wie weit ich bis dahin komme und ob ich dann an dem Limit bin, wo ich sage, okay, das lohnt sich schon wieder zu resetten. Ah, schön, der Rot ist zumindest noch knapp angeblieben. So, dann aktiviere ich hier erstmal wieder die anderen Puffer mit. Den Klickersturm natürlich erstmal nicht, weil noch bin ich nicht im Klicker-Mode, sondern erstmal noch im Idle-Mode und lasse das Ganze dann hier weiterlaufen. Und hier sind jetzt noch 12 dunkle Rituale, die ich ja machen kann, bevor es dann eben nicht mehr sinnvoll ist, das weiter zu steigern. So, wo ist er jetzt? Er ist hier noch ziemlich weit weg. Stellen wir es mal auf 100er um, damit er hier ein bisschen zügiger weiterkommt. Das einzige Schöne ist auf jeden Fall, dass auch im Offline-Modus, auch wenn da keine Level gekauft werden, aber zumindest hier der Level-Progress natürlich voranschreitet. Da wäre jetzt eigentlich auch nochmal zu gucken, weil die haben ja hier die Zeitraffer neu oder verlängert. Das heißt, ich könnte mal testen, was es tatsächlich bringt, so einen 8 Stunden Zeitraffer zu kaufen, wie schnell der da dann weiterspringt. Weil sonst habe ich ja außer den Wiederbelebungsversuchen ohnehin nicht viel mit den Rubis zu tun und versuche normalerweise auch hier die alle auf Rubis zu trimmen oder alternativ eben noch auf Hero Souls, wobei das hier natürlich nicht so viel bringt. Ein so ein Durchlauf mit mir jetzt 500, 5652, mal gucken, 5596 habe ich noch, das sollte ja normalerweise höher sein, genau. Weil ich habe ja die anderen schon wieder alle in die Outsider, in die Antiqua investiert. Also was haben wir hier jetzt? Okay, wieder Rubine. Dann können wir den hier unten aktivieren und hoffen, dass ich hier oben noch eine 24-Stunden-Quest für Rubine bekomme. So, dann machen wir hier die 5-Minuten-Quests. Das einzige Schwierige ist im Moment, wenn ich hier dann eben die 24 oder 48-Stunden-Quest überall laufen habe, möglichst natürlich. Ja, welche die sinnvoll sind. Da muss ich immer aufpassen, dass ich zum richtigen Zeitpunkt eben auf kurze Missionen nochmal umstelle und wenigstens ein oder zwei habe, die mir mal bei meinem Gold-Push am Ende helfen können. So, dann gucke ich mal, was eigentlich, wie gut sich das beschleunigen lässt, wenn ich da so einen Zeitraffer aktiviere. So, also ein 8 Stunden Zeitraffer. Schnellverlauf 8 Stunden. Du erhältst Folgendes anhand deiner SPS. Cooldowns werden aktualisiert und Gold. Ja, die Frage ist, weil das Einzige, was ja relevant wäre für die Zeitraffer, ist, dass der auch einen Levelsprung macht und nicht nur mir da ein paar Goldeinheiten zuschanzt, weil die sind dann eigentlich ziemlich uninteressant, weil wichtiger ist ja, dass er die Maximallevel erreicht. Also gucken wir mal. Jawohl. Ja, okay, also 27.000 Zonen hat er jetzt übersprungen. Das heißt, das wäre zumindest noch eine Überlegung zu sagen, okay, solange ich deutlich über 1000 bin, kann ich auch ein paar Rubine für solche Zeitrafferfunktionen einsetzen. Und mal gucken, ob die hier angerechnet werden. Ich glaube, 10.33 war das ja jetzt gerade. Beziehungsweise hier bin ich jetzt bei 39. Nee, also 8 Stunden sind da definitiv nicht dazu gekommen. Das heißt, die Zeit würde dann nicht dazu gerechnet werden, obwohl sie natürlich erheblich das verkürzt. Aber natürlich, jetzt habe ich den ersten, und der kostet jetzt inzwischen 140, beim letzten Mal waren es noch 58, die habe ich glaube ich noch ausgegeben oder irgendwas um die 70. Aber das ist auf jeden Fall zu teuer, das heißt, den werde ich dann jetzt auch verscherbeln und begraben. Das heißt aber, dieser 8 Stunden Zeitraffer funktioniert auf jeden Fall auch für die Mercenaries. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, weil das bedeutet natürlich, wenn ich da mehrere von den 24-Stunden-Leuten laufen lasse, mal gucken, wie teuer ist denn hier ein 24-Stunden-Zeitraffer? Also 20 Rubine, das heißt, wenn die den überleben oder auch den 48er und mir 20 bis 30 Rubine pro Mercenary einfahren, dann könnte sich das schon rechnen. Das wäre auf jeden Fall mal eine neue Optimierungsstrategie, außer dass ich den jetzt natürlich begraben kann. So, das heißt, hier kriege ich nicht wirklich was zusammen. Und ja, dann schicken wir den doch jetzt mal los für den nächsten, weil dann muss ich ihn nicht kaufen. Und kaufen würde er ja 40 kosten.
Das heißt, wenn ich den jetzt losschicke und dann 10 ausgebe, dann wäre das natürlich sehr viel sinnvoller. Jetzt wäre es natürlich schöner, wenn ich hier nicht nur diese 5-Minuten-Dinger hätte, sondern tatsächlich die Rubin-Quests. Genau. Aber die dauern jetzt nur, also dauern 2 Tage, aber die bringen nur 14 bis 15 jetzt bei ihm. Bei dem anderen war es noch weniger. So, und hier habe ich auch nochmal eine 24-Stunden-Rubin-Quest. Das heißt, immerhin für die 48 Stunden würde es sich jetzt gerade noch nicht rechnen. Also dazu habe ich jetzt eben noch nicht genug Mercenaries, die mir dann 30 einbringen würden. Aber das wäre auf jeden Fall zu überlegen. Das werde ich dann mal noch ein bisschen ausprobieren, ob ich da insgesamt gut bei wegkomme, wenn ich die in der Form dann laufen lasse. Mal gucken, wie viel spare ich mir, wenn ich die lang nehme. Also das sind 16, eigentlich das Dreifache, zahle aber nur das Doppelte und hier auch nochmal das Doppelte, also beziehungsweise läuft doppelt so lange und ich zahle auch nur 50% mehr. Also es lohnt sich natürlich schon, die 48 Stunden zu nehmen. Die 168 würden sich überhaupt nicht an der Stelle lohnen, weil ich dann ja zwischendurch die Rubine nicht einsammeln kann und das für die Mercenaries verliere. Also schauen wir mal, wie gut es dann nach und nach aufgeht. So, du musst natürlich jetzt erstmal wieder nachkaufen, weil das Kaufen passiert nicht automatisch. Und das dunkle Ritual kann ich gleich mal wieder aktivieren. Zumindest die Timer, also die Cooldowns werden zwar zurückgesetzt, aber die Laufzeiten werden nicht verkürzt. Das heißt, hier ist ein neues Feld. Das Bestattungsunternehmer ist jetzt abgeschlossen. Ist halt weiterhin leider nicht in Steam abgebildet, sondern ist halt nur im Spiel abgebildet, aber okay. Dann bleiben es jetzt nur noch die drei, die dann abzuschließen sind. Die Antikerseelen, was ich ja gesagt hatte, was wahrscheinlich ziemlich genau mit aufgehen wird mit der 1.000.000. Zone. Und dann hoffentlich bis dahin, dass ich auch die Söldner wiederbelebt habe. Und das ist halt dann jetzt so dieser Trade-off. Es ist natürlich, je früher sie sterben, desto eher ist es günstiger, dann sie nochmal wiederzubeleben. Und das andere ist natürlich sinnvoll, wenn sie möglichst alt sind, dass sie sehr viele Rubine bringen bei den großen Missionen. Also, dann machen wir doch jetzt nochmal einen 8-Stunden-Test. Ein paar Rubine habe ich ja jetzt noch zur Verfügung. Und gucken wir mal an. Ha, gleich der nächste. Und das ist natürlich ein sehr, sehr günstiger. Mit 13 ist also noch sehr, sehr jung gestorben. So wie es sein soll, ne? Aber natürlich hat er dann jetzt noch 2 Stunden Restlaufzeiten. Ne? Das ist dann natürlich wieder unpraktisch. Also dann lasse ich das jetzt erstmal wieder so laufen und werde diese Sprünge dann mal weiter austesten, wenn ich dir tatsächlich wieder alles auf 48 Stunden Laufzeiten habe und mit ordentlichen Rubin-Gewinnchancen da daherkomme. Ja, wenn ich das nächste Mal reingehe, werde ich dann wahrscheinlich schon in den Klicker-Modus wechseln können, weil das wird ja dann auch nicht mehr allzu lange dauern. Das ist jetzt die letzte Erweiterung für Savira. Und ja, genau, bei 25 geht es dann, 25.500 ist dann schon Kado, also dann greifen die beiden Grabwächter. Das werde ich mir dann mit der Strategie nochmal ein bisschen ausbaldowern, wann es sinnvoll ist, dann Rubine zu investieren in Zeitsprünge. Also die übersprungenen Zeiten werden auf jeden Fall nicht angezeigt. Das heißt, es wird dann relativ unklar. Man könnte dann sehr, sehr viel Diamanten ausgeben und so ein Durchlauf würde dann natürlich die Statistik erheblich verfälschen, weil dann leider die Zahlen nicht mehr vergleichbar sind. Aber egal. Muss ja statistisch eh jetzt nicht so weit ausgewertet werden. So, das war dann schon der kurze Blick heute in Clicker Heroes, weil es gibt ja jetzt nichts weiter zu tun und wechseln wir gleich zum nächsten.